1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ich gratuliere ganz herzlich meinem Favoriten, an den ich von Anfang an geglaubt hatte. Ich gratuliere ganz herzlich Max, dass er den Vorentscheid zum Grand Prix gewonnen hat. Glückwünsche und schöne Grüße hier von Köln nach Berlin. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir reden in der eigentlich heute hauptsächlich nicht oder eigentlich überhaupt nicht über den Grand Prix, sondern wir haben ein Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Briefe. Ich möchte gerne über Briefe reden. Die euer Leben sehr verändert haben. Briefe, die euer Leben verändert haben, erschüttert haben. Abschiedsbriefe, Drohbriefe, Geständnisbriefe, Briefe, die ihr vielleicht mal geschrieben habt, aber nicht eingeworfen habt und euch deshalb ärgert. Oder Briefe, die ihr lieber hättet nicht schreiben sollen. Das ist unser Thema heute Nacht, Briefe. Also wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht zum Thema Briefe, das ist Michael. Und Michael ist 13 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Michael. Hallo, hier ist der Michael Urban. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Zum Thema Briefe hast du angerufen, warum? Es ist so, ich habe halt in der dritten Klasse, habe ich halt so einen Liebesbrief von einer Freundin von mir bekommen. Wow. Ja. Und? Also ich habe mich schon gut gefühlt in dem Alter halt dann. Was? Also du hast dich gut gefühlt? Ja, klar. Ja, klar, ja. Ja. Und was stand drin in dem Liebesbrief? Also sowas, willst du mit mir gehen, Bussi, Bussi und halt das dahergehe. Ja. Rede halt. Das Hergerede. War das ein langer Brief oder nur so ein, eben so die paar Sätze? Ein paar Sätze. Mhm. Hattest du mit dem Mädel vorher schon ein bisschen Kontakt oder war das jetzt so aus heiterem Himmel? Ja, das ist eine Nachbarin von mir gewesen, weil wir sind weggezogen. Ach so. Ihr wohnt also jetzt ein bisschen weiter auseinander. Genau. Ja. So, jetzt ist der Brief aber per Post gekommen. Nein, den habt ihr mir in der Schule gegeben. Ach so. So, und wie hast du darauf reagiert? Erstmal habe ich mich gefreut, weil ich habe mich auch schon in das Mädchen verguckt gehabt. Ja, und dann habe ich halt mal auf den Brief daraufhin angesprochen. Ja. Ja, und dann, habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Du hast deinen ersten Kuss bekommen, daraufhin? Du hast sie auf den Brief angesprochen und was hast du da gesagt zu ihr? Na, dass ich sie auch gern mag, mehr als normal und... Ja. Und da hat sie dich gleich geküsst? Dann habe ich sie halt nochmal gefragt, ob sie mit mir gehen möchte. Ja. Und dann hat sie mir einen Kuss gegeben. Super. Ist ja super. Und wie ist die Sache dann weitergelaufen? Also wir sind dann zwei Jahre später weggezogen. Ja. Also nach der fünften Klasse. Ach, und das ist jetzt alles schon so lange her. Ja. Ja. Ja, wir sind halt dann weggezogen nach halt woanders hin. Ja. Wart ihr denn danach, nach diesem ersten Kuss, wie alt warst du da? Sag mal genau das Alter. Ich war da, 9 Jahre alt. 9 Jahre alt. Seid ihr denn dann nach diesem ersten Kuss auch ein bisschen befreundet gewesen? Nein, wir waren so richtig zusammen schon. So richtig zusammen? Also in der vierten Klasse, da war es am härtesten, haben wir dann schon gezüngelt. Und boah, ich dachte, ich gar nicht zu sagen, gefummelt und so Zeug manchmal. Ehrlich? So früh schon mit 9 Jahren? Also nicht an den Geschlechtszellen, sondern so am Po und... Ja, aber immerhin, ne? Also, es war schon ein gutes Gefühl. Glaube ich, ist sehr früh angefangen. Und wie lange hattest du dann die Frau? Bis zur fünften, also besser gesagt bis zur sechsten dann noch. Und dann habe ich eine neue kennengelernt. Ach so. Weil, wo ich hingezogen bin, da war dann so eine Jugenddiskothek. Mhm. So, die hat halt Nachmittag offen gehabt, halt für Jugendliche, Jugendtreff, so mit Internetcafé. Und da habe ich halt dann eine neue kennengelernt. Fängst aber wirklich verdammt früh an, Michael, muss ich sagen. Da war ich noch im Quark in dem Alter. Also ich könnte jetzt auch was über meinen Freund erzählen, aber es geht ja hier um Briefe. Es geht um Briefe, genau. Also ist deine Erinnerung an einen Brief eine ganz tolle, nämlich an den ersten Kuss quasi, ne? Genau. Das ist die erste Liebe gewesen, ne? Das erste Verliebtsein.
Ne, fing, kam so in die Gänge durch den Brief, ne, kann man sagen. Genau. Ja. Würdest du auch einen Brief an ein Mädel schreiben? Ja, jetzt schon, weil nach dem ersten Brief, den ich bekommen habe, seitdem bin ich auch sehr selbstbewusster geworden, habe mich anders angezogen. Ja. Habe halt immer auf alles Mögliche geachtet, egal auf was. Ja. Ja. Ja, wie was? Aufs Äußere geachtet, oder wie? Genau, ja. Aufs Äußere. Wenn nur ein paar Zentimeter Haare zu lang waren, gleich abschneiden lassen. Ja. Was hast du jetzt für eine Frisur im Moment? Ich habe jetzt so Mittelscheitel. Mittelscheitel, ah ja. Die mache ich dann immer so hoch. Mit Gel. Und da stehen die Mädels drauf im Moment. Genau. Aha. Und halt an der Seite so blond gefärbt. Ja. Naja, also meine Frage war, würdest du auch einen Brief schreiben oder ist das nur so eine Mädelssache? Aber du würdest auch. Ja, ich denke, das ist eine Mädelssache. Ist eine Mädelssache, ah ja. Also ich sage jetzt mal, meine Strategie ist so, ich wenn mir ein Mädchen gefällt, ja, dann rede ich halt erst normal mit ihr und dann frage ich sie halt wegen der Handynummer und dann... Ach so. Das hört sich jetzt blöd an. Nein, also gar nicht lange fackeln. Weil dann einfach, da entstehen ja auch Freundschaften damit, aber ja, da kann ja auch mehr draus werden. Aber wenn du auf die Handynummer scharf bist, dann ist es ja klar, ich meine, das ist ja auch eine Form des Schreibens, wenn auch eine sehr kleine Form des Schreibens. Simsen tust du schon, ne? Genau. Das schon. Mhm. Auch schon mal so Liebeserklärungen, die erste Liebeserklärung über Handy gemacht? Nein, wir reden da einfach über so normales Zeug. Ja. Aber da kommen auch manchmal ganz schön andere Themen zur Sprache. Hast du im Moment eine Freundin? Ja. Ja. Wie lange bist du mit der schon zusammen? Es werden jetzt eineinhalb Jahre schon. Mein Gott, du bist 13. Ich muss es immer wieder mal sagen. Ja, zwei Freundinnen erst. Über den Freund, ich jetzt nicht sagen wollte. Ja. Ja, der hat 5 schon gehabt und 5? Ist genauso alt wie ich. Ist ja Wahnsinn. Und deine Eltern, sind die damit einverstanden oder gibt es da auch schon mal... Also die haben nichts, solange nicht mehr unter der Gürtellinie passiert. Ist noch nichts unter der Gürtellinie passiert? Nein. Ja, dann ist ja also im grünen Bereich noch. Ne? Weil sowas mache ich noch nicht in meinem Alter. Ja. Da gibt es AIDS und sonst irgendwas. Genau, sehr löblich erstmal die Finger von lassen. Genau. Ist noch genügend Gelegenheit später dazu. Ja. Also Michael, nett mit dir gesprochen zu haben. Ja. Und eine schöne Geschichte. Wirst du immer behalten in deinem Leben, so die Erinnerung an den ersten Kurs und den Brief und diese ganzen Zusammenhänge. Ich weiß schon. Warte, ich wollte noch etwas sagen. Ja. Also ich wollte Max viel Glück wünschen, ja, für den Grand Prix. Hast du es auch gesehen? Ja, heute. Ja, bist du auch ein Max-Fan? Ja, also ich bin überhaupt Stefan Raab-Fan und ja, deswegen habe ich mir das auch angeschaut. Am Anfang habe ich mir gedacht, SSD, GPS. Arsche. Ja. Dabei war es dann voll ernst. Also. Ja. Wo wir gerade dabei sind, passt zwar nicht zum Thema, aber das interessiert die Leute ja sicherlich auch sehr. Wie fandst du den Vorentscheid heute Abend? Am Anfang habe ich mir schon gedacht, was macht Scooter da? Scooter ist Techno, das hat nichts mit Grand Prix zu tun. Ja. Obwohl er jetzt aufgepeppt wurde, aber ja, das ist Techno. Also. Aber weißt du, was ich wahnsinnig finde? Dass der Max 92% Ende hatte. Das heißt, er muss in der ersten Entscheidungsphase auch schon sehr viel Prozente gehabt haben. Ist ja klar. Also ich sage jetzt, mir gefällt das Lied auch sehr gut. Ja? Nur wie mir, also dich ärgert es ja bestimmt auch, dass der Max halt nicht so oft Deutsch singt. Genau. Das ich finde Deutsch ist besser. Ja, finde ich auch. Und ich finde, dass dieses Lied hätte er wunderbar auch in Deutsch singen können. Ne? Ja, weil ich finde das echt gutes Lied. Und die Sprache und die, der Gesang ist ja genauso toll bei ihm dann und die Stimme und das. Naja, haben sie nicht gemacht, aber wir freuen uns trotzdem, dass er gewonnen hat. Wen hättest du denn so als eventuell Zweiten noch gelten lassen von all denen, die aufgetreten sind? Nein, ich war schon Anfang an Max-Fan, weil ich finde, die Augenbraue passt so gut zu ihm. Ich finde auch toll, dass er sich nicht hat aufstylen lassen. Er ist mit seinem schwarzen Rollkragenpullover dahingegangen und seine ganz normalen Jeans und hat gesungen wie ein junger Gott. Und es war ein Traum. Wir drücken ihm die Daumen, dass er das in Istanbul schafft. Ja. Ne? Er ist ein guter Repräsentant, glaube ich, schon für unser Land. Genau. Ja. So, Michael. Okay. Dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Viel Spaß mit deiner Freundin. Okay. Mach ich. Und bis irgendwann mal. Okay. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, zum Thema Briefe. Unser Thema heißt heute Abend, heute Nacht Briefe. Ich möchte gerne mit euch über Briefe reden, die euer Leben verändert haben, die euer Leben erschüttert haben. Briefe vielleicht in der Art von Abschiedsbriefen, Drohbriefen,
oder auch Geständnisbriefen. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 und hier ist Denise. Denise, stimmt, ne? Ja, stimmt. 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, Briefe. Ja, Briefe, genau. Ich muss ein ganz klein bisschen was vorne anfangen. Also, ja? Ich habe, mein Freund ist 2000 gestorben im November. Ja, an was ist er gestorben? Ein LKW ist in seinen Firmenbus reingefahren. Wie alt war dein Freund? 16. 16 Jahre alt. Hm. Ja, und eine riesige Down-Phase erst. Und dann an seinem ersten Todestag habe ich dann ein Päckchen bekommen. Und in dem Päckchen waren all die Sachen, die ich ihm geschickt hatte, und ein Brief. Aha. Ohne Absender und ohne alles. Und in dem Brief stand dann aber drin, ja, du bist schuld, dass mein Sohn tot ist. Aber wer macht denn sowas? Das war die Mutter von meinem damaligen Freund. Bitte? Wer war das? Das war die Mutter von dem. Die Mutter von dem damaligen Freund? Mhm. Ich rechne gerade nochmal aus. Du, da warst du ja erst 14, ne? Genau, 14. Und er war 16. Wie lange wart ihr da zusammen gewesen? Schon? Also drei Jahre und drei Monate. 3 Jahre wart ihr zusammen gewesen, vorher schon? Mhm. Also mit 11 Jahren hast du ihn kennengelernt? Genau. Ist eine lange Zeit, ne? Ja. Ja, jetzt erzähl mir mal bitte, was da los ist. Da ist ein Unfall passiert, ein Lastwagen ist ihm reingefahren. In den Bus, genau. Aber er ist nicht selbst gefahren? Nee, der Vater war auf einer Firmentour und mein Freund war mitgefahren. Aha. Und der war sich nicht ganz sicher, aber sollte. So, und da ist ein anderer Lastwagen ist in diesen Bus reingefahren, in dem dein Freund saß. Genau. Und dann schickt die Mutter dir ein Päckchen mit dem Brief, du bist schuld, dass mein Sohn tot ist? Mhm. Aber was ist denn das? Er hatte mich vorher angerufen und meinte so, Denise, soll ich fahren oder soll ich nicht fahren? Und ich meinte, ja, fahr doch. Ja. Dann lernst du die Leute besser kennen und kannst dich auch so ein bisschen mit reingewöhnen. Und er meinte, ja, eigentlich möchte ich nicht so gerne. Und dann meinte ich, ach, fahr doch. Ach so. Und dann ist er gefahren und dann ist der LKW in den Rhein. Ich verstehe. Was sollte er da kennenlernen? Die Arbeit von dem Vater? Genau, dass er sich so da ein bisschen reingewöhnt. Weil er da irgendwann auch arbeiten sollte, oder wie? Er wollte. Einzelhandelskaufmann. Wollte ich halt eben mal so angucken. Ja, und wollte mit dem Vater eben da hinfahren, wo auch immer. Genau. Mhm. Und das hat die Mutter mitbekommen, dass du quasi zu ihm gesagt hast, ach, fahr doch, mach doch, lern doch die Leute kennen. Das finde ich unglaublich schlimm, muss ich dir sagen. Mir läuft es kalt in den Rücken runter, wie ein Mensch so etwas machen kann. Da kannst du doch nun wirklich überhaupt nichts zu. Das ist ja so böse und so gemein. Wie hast du denn darauf reagiert, als du den Brief bekommen hast? Du warst selbst völlig fertig. Hallo? Oh, ihr Lieben, wir haben eine Panne. Ich hörte es doch schon. Nun ist alles zusammengebrochen hier bei uns. Der gesamte Computer ist abgeschmiert. Das sind die Situationen, die wir lieben. Das heißt, wir machen ein bisschen Musik und versuchen, das schnell jetzt hier zu basteln wieder. Ein neuer Versuch. Denise, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Das ist ja toll, das ist ja schön. Haben wir es schneller wieder hinbekommen als gedacht. Also ich habe dir gerade die Frage gestellt, wie das für dich gewesen ist, als du dann dieses Päckchen mit diesem unsäglichen Brief bekommen hast. Also es war so, das Jahr vorher habe ich dann mit Magersucht zu kämpfen gehabt und bin noch in eine Klinik eingewiesen worden. Danach, nachdem du das, oder war das vorher schon so? Davor schon. Ich bin aber dann auch wieder rausgekommen und habe wieder normal gegessen und alles. Und als dann der Brief kam, ist erstmal alles eingestürzt. Mhm. Der Brief war so kurz formuliert, wie du es gerade gesagt hast? Ja, der Brief, es waren halt eben die Sachen bei, die ich ihm geschickt hatte immer, die er halt eben bekommen hatte von mir. Mhm. Und dann war der Brief und da stand dann nur, du bist schuld, dass mein Sohn tot ist. Weiter nichts? Weiter nichts und gar nichts. Sag noch ein paar Beispiele, was in dem Päckchen drin war.
Stift, da waren Stofftiere drin, das war T-Shirt von mir drin, Klamotten von mir drin, Bilder, Briefe. Wenn du so lange mit ihm zusammen warst, heißt das ja, dass du die Frau, also die Mutter von ihm, auch gut gekannt hast. Es ging. Ah, also das Verhältnis war nicht so toll zwischen euch beiden. Also er hat in Österreich gewohnt. Mhm. Und ich wohne hier in Deutschland, schon eine ganze Strecke. Ach so, ihr habt euch gar nicht so viel gesehen. Wir haben uns nicht sehr oft gesehen, aber so, dass es für eine Beziehung reichte. Ja, ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast das dann gelesen und bist dann wieder regelrecht rückfällig geworden in all den Sachen, von denen du gerade berichtet hast. Genau, habe angefangen zu ritzen, tue es jetzt immer noch, bin immer noch mehr oder weniger in Magersucht drin. Also ritzen heißt, dass du die Haut aufschneidest. Genau. Mhm. Jetzt sag mir nochmal, dieses Päckchen kam noch, bevor er beerdigt war, ne? Nee, das Päckchen kam ein Jahr genau auf den ersten Todestag. Ach, ein Jahr auf den Todestag, habe ich gerade genau am Anfang nicht mitbekommen. Genau auf den ersten Todestag kam das Päckchen, also genau 21. November 2001. Hattest du denn vorher, also in diesem vergangenen Jahr, was dazwischen lag, hattest du da Kontakt zu der Mutter oder zu den Eltern von deinem Freund? Ich hatte Kontakt zum Bruder. Mhm. Und warst du bei der Beerdigung dabei? Ja, da war ich bei. Und hat die Mutter da auch schon irgendwie sich seltsam verhalten? Sie hat mich missachtet. Missachtet? Missachtet? So getan, als ob ich gar nicht da wäre, als ob ich gar nicht damit stände. Hast du dir da schon einen Reim drauf machen können? Ich habe mir gedacht, ist gerade ihr Sohn gestorben. Mhm. Da ist jeder ein bisschen anders. Ich war ja auch komisch drauf. Ja. Aber jetzt sind 4 Jahre vergangen. Kannst du dir erklären, warum die Mutter so etwas getan hat? Ja, weil ich schuld bin. Hätte ich nicht gesagt, fahren wäre jetzt vielleicht noch hier. Ja, aber Denise, deshalb trägst du doch keine Schuld. Das war doch ein ganz normaler, gut gemeinter Ratschlag auch. Es war ja ein Unglücksfall. Es hätte ja auch sein können, dass zu Hause die Gasleitung explodiert, wenn er zu Hause geblieben wäre. Weißt du, da kann man doch nicht von Schuld reden. Das ist eine ganz unglückliche Verkettung von Umständen, an denen du überhaupt nicht beteiligt bist. Ja, aber irgendwie hat sie dann doch recht. Wenn ich nicht gesagt hätte, Helmut, fahr mit, dann wäre er jetzt noch hier. Freunde von mir meinten ja, er hätte auch vor seinem Brotkrümel ersticken können oder die Treppe runterfallen können. Das ist nicht schuld. Ja. Aber wenn man sich dann den Brief anguckt, dann steht es da so eindeutig auf. Also ist es sogar so, dass du jetzt sogar heute nach so vielen Jahren sagst, ich kann die Mutter verstehen, weil ich Denise schuld bin? Ich verstehe die Mutter einfach. Hast du dir in diesen Jahren irgendwo Hilfe mal gesucht bei jemandem? Ich hab mit meinem jetzigen Verlobten einmal drüber geredet. Sonst noch nie? Sonst nie. Sonst nie? Mit niemandem? Mit niemandem. Und mit deinen Eltern auch nicht? Nee, reden ist bei denen nicht so die Sache. Mhm. Die wussten gar nicht richtig, was die passiert. Die wussten, dass die Beziehung besteht, aber sie waren nicht unbedingt dafür. Das heißt, du hast dieses ganze Leid, einmal, dass er damals verstorben ist und dann dieser furchtbare Brief ein Jahr später, das hast du alles für dich alleine verarbeitet und so. Das habe ich alles für mich behalten. Ich habe niemandem gesagt, ich habe mich zurückgezogen, ich bin fast sitzen geblieben in der Klasse. Ich hätte fast ein Jahr wiederholen müssen. Ich habe einfach alles hängen lassen, hatte einen Selbstmordversuch hinter mir. Ja, ja. Und ich wollte einfach nicht mehr, ich will einfach nicht mehr schuld sein. Denise, ich sage dir jetzt nochmal, ich sage es nicht, um einfach nett zu dir zu sein, sondern ich sage es dir aus meiner 1000-prozentigen innersten Überzeugung, dass man in dem Fall nicht von Schuld sprechen kann. Es ist absurd zu sagen, dass du schuld bist. Natürlich kann man sagen, ja, hätte ich ihn nicht, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Aber es ist keine Schuld, die du trägst. Wie gesagt, es hätte auch... Du hättest sagen können, bleib zu Hause, und zu Hause hätte ein Unglück passieren können. Das ist ja keins passiert. Nein, es ist kein Verbrechen. Also, das kann ja nur meine Schuld sein. Nein, es ist nicht deine Schuld, es ist ein Unglück. Es ist einfach zu Hause ist nichts passiert, bei ihm ist alles so, wie es immer war. Denise, klar. Aber ich sage das nochmal wirklich mit aller Überzeugung, dass es einfach ein furchtbares Unglück war, an dem niemand eine Schuld trägt, außer dem Mann, der da in dieses Auto hineingefahren ist. Nicht du überhaupt nicht, du hast es doch nur gut gemeint. Ja, war aber schlecht gut gemeint. Ja, aber das konntest du doch vorher nur wirklich überhaupt nicht bedenken. Denn wenn man so denkt, dann kann man ja niemandem etwas sagen, komm, wir treffen uns im Kino und oder wir verabreden uns irgendwo oder wir machen irgendwas und dann passiert was zwischendurch und man sagt, man ist selbst schuld daran.
Weißt du, was ich ganz dringend fände, Denise? Ganz, 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 ganz dringend. Weil du das so sehr in dich hineingefressen hast und wahrscheinlich auch jetzt immer... Yes, ich komme nicht mehr raus. Ja, das glaube ich. Du kommst nicht raus und du kommst auch aus diesem Gedanken nicht raus. Ich bin schuld. Ich gebe auch Leuten nicht unbedingt Rat, wenn man mir das Freunde mich fragt, was soll ich dann machen, dann antworte ich eigentlich mit einer Gegenfrage. Mhm. Vielleicht kriegt sie das nicht mit, aber eigentlich ist es eine Gegenfrage. Ich sage nie, tu das oder tu das. Mhm. Einfach aus Angst, dass was passiert. Ja, ja. Siehst du, und das ist einfach falsch. Das ist keine richtige, das ist kein normales Leben, so etwas. Ich fände es ganz, ganz wichtig, dass du in gute psychotherapeutische Behandlung kommst. Ganz wichtig. Dass du mit einem Menschen, mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau immer einmal in der Woche dich triffst und ihr redet. Und ihr euch gemeinschaftlich mit deiner Vergangenheit beschäftigst. Damit du da rauskommst, weil du es allein nicht schaffst. Ich weiß nicht. Ich weiß es aber. Ich glaube, ich bin ganz, ganz sicher, Denise, dass das das Richtige ist. Und jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin weitersprichst, die dir das noch genauer erklären kann, wie das so geht, wie das funktioniert bei so einer Psychotherapie. Ja, dann weiß ich, wie das funktioniert. Mein Verlobter ist in psychiatrischer Behandlung. Und ja. Wenn ich das so bei dem sehe, dann denke ich mir, nee, die helfen dir sowieso nicht. Ja. Die erzählen dir irgendein vom Pferd. Und Nein. Psychiatrische Behandlung ist wieder was ganz anderes. Du hast ja nichts zu verlieren. Du hast ja erstmal bei mir angerufen und hast es mir schon mal erzählt. Das ist ja auch schon mal ein toller Schritt, den du unternommen hast. Ja, dich sehe ich ja jetzt auch nicht. Ja, nun gut. Aber wenn du jetzt mit meiner Psychologin sprichst, bist du auch in weiter Distanz. Und lass es einfach mal auf dich wirken, was sie sagt, und dann entscheide weiter. Wollen wir so verbleiben? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Dann legst du bitte auf, Denise, und meine Psychologin, die heißt Claudia, die ruft dich gleich zurück. Darf ich dich noch um was bitten? Ja, klar. Könntest du mir vielleicht ein Autogramm schicken, ja, sicher. Wo für Denise draufsteht? Ja, klar. Dann sagst du meiner Psychologin gleich deine Adresse und dann schicken wir dir ein Autogramm. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschö. Unser Thema heute Nacht heißt Briefe. Gerne möchte ich mich mit euch über Briefe unterhalten, Briefe, die euer Leben verändert haben, sehr verändert haben unter Umständen. Jürgen ist hier bei mir jetzt. Jürgen ist 40. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jürgen. Ja, ich habe auch einen Brief gekriegt, ja? Einen visuellen Brief, der aber, ich sag mal, im Nachhinein sehr, sehr schwer für mich war und sehr, sehr schmerzhaft für mich war, wo ich eigentlich heute noch sehr dran zu kauen habe. Ich kann heute einigermaßen jetzt drüber reden. Was heißt denn visueller Brief? Eine Videobotschaft. Eine Videobotschaft? Ja. Also eine gesprochene Botschaft? Richtig, genau. Von wem? Der Anlass war eigentlich sehr erfreulich. Doch was eine Stunde danach kam, war sehr, sehr schrecklich und sehr, sehr schmerzvoll. Also von wem kam die Botschaft? Die Botschaft kam von meiner damaligen Freundin. Ja. Sie ist Deutsch-Amerikanerin, lebte damals in Miami. Mhm. Und bei ihr war das dann so, sie hat wohl erfahren, dass sie schwanger war. Mhm. Ist zu ihrer Schwester hingeflogen zuerst, über Miami nach New York, und wollte dann anschließend zu mir hinfliegen, um mir diese freudige Botschaft dann zu sagen. Mhm. Ja, und... wo hast du dich befunden? Ich war zu Hause hier in Deutschland. In Deutschland, ja. Was war denn, vielleicht erzählst du mal, was auf dem Video zu sehen und zu hören war? Ja, jetzt kommt eigentlich das eigentlich Schreckliche jetzt, weil wir jetzt alle jetzt das Hintergrundwissen haben. Also es war so, ihre Schwester hat damals bei einer Computerfirma als Sekretärin im World Trade Center gearbeitet. Mhm. Und diese Aufnahme war vor dem World Trade Center, und das war am 11. September, 1 Stunde und 8 Minuten, laut, was ich da unten gelesen habe, 1 Stunde, 8 Minuten vor diesen Ereignissen. Ist das Video aufgenommen worden? Ist das Video aufgenommen worden. Deine Freundin steht vor dem World Trade Center. Richtig, darauf sagte sie mir dann, dass sie schwanger ist. Ja. Das, also eine tolle Botschaft, eine schöne, eine Glücksbotschaft. Ja, ich habe dieses Video habe ich 6 Wochen, ich weiß nicht ganz genau, 5, 6, 7 Wochen später erst gekriegt. Mhm. Weil es war ja auch am Anfang so ein Theater, die erstmal kamen Briefe und Pakete erst gar nicht an. Also, ihr werdet durcheinander kommen. Also ja, sie hat vor dem World Trade Center am 11. September hat sie diese Botschaft dir gesagt, als schöne Botschaft. Ja, sie sagte da drin eben halt, dass sie schwanger ist und dass sie mir das auch auf diesem Weg sagen wollte, um das Ganze festzuhalten zu können. Ja.
sie wollte das, glaube ich, auch videomäßig alles festhalten, die Schwangerschaft hinkriegen. Ist denn dann deine Freundin wieder in das World Trade Center hineingegangen? Sie ist in das World Trade Center. Sie hat erst sie muss wohl das Paket irgendwo aufgegeben haben, dann ist sie zu ihrer Schwester ins World Trade Center reingegangen. Ja, und sie ist ums Leben gekommen bei dem Anschlag. Sie ist ums Leben gekommen, ihre Schwester ist schwer verletzt nach einem 8,5-monatigen Krankenhausaufenthalt rausgekommen. Wann hast du erfahren, dass deine Freundin in dem World Trade Center war? Entschuldigung, aber ich bin jetzt momentan noch so ein wir wussten ja, dass ihre Schwester dort drin arbeitet. Mhm. Ihre Eltern leben hier im Rheinland, haben mich dann sofort angerufen. Am 11. September noch? Ja, ziemlich spät abends. Ja. Also es war schon an dem 11. September, war schon die große Angst bei dir da, Gott, sie ist in dem Gebäude gewesen. Nein, also bei mir nicht, weil ich es ja am Anfang nicht wusste. Mhm. Aber wir haben es erfahren aus dem einfachen Grunde, weil ihre Eltern, und jetzt kam eigentlich der Clou, wir haben also sie versucht, in Miami anzurufen, weil wir gedacht haben, sie ist in Miami. Mhm. War sie aber nicht. Keiner konnte abnehmen. Ihre Freunde haben dann später gesagt, wo sie wollte, nach New York hin. Mhm. Und da schwebte uns schon irgendetwas. Wir gehen mal nochmal an den Daten entlang. 11. September war das war die Katastrophe. Ja. Nach wie vielen Tagen war dir klar, sie war da drin? Das war mir relativ schnell klar, weil sie hat auch noch eine 3-jährige Tochter vorher gehabt aus erster Ehe. Sie war schon mal verheiratet. Wann war es dir denn klar? Am nächsten Tag schon? Ihre Tochter haben wir am 13. September, hat man sie wohl gefunden. Und da war uns auch definitiv klar, was los war, zumal wie ihre Schwester. Wo war denn die Tochter am 13. September? Die war ja natürlich mit ihrer Mutter da. Die war mit in dem World Trade Center? Die war mit drin, ja. Wann ist dann diese Videobotschaft gekommen? Ja, ich kann das jetzt nicht so genau mehr sagen, aber 5, 6, 7 Wochen später ungefähr. Wo alles völlig klar war? Das hat mich umgehauen. Unglaublicher Wahnsinn. Ja. Ich wusste natürlich auch nicht, ich wusste wohl, dass das Paket wohl aus Amerika war. Mhm. Ich wusste aber nicht, wo das jetzt herkam. Ich habe das Ding einfach nur ins Gerät reingetan und... Gott, wie schrecklich. Es hat mich sowas von hingehauen. Mhm. Vor allen Dingen, ich war ja nun mal auch, wie gesagt, vorher da gewesen. Ich war auf Ground Zero gewesen. Ich habe vorher von ihren Eltern wirklich alle Vollmachten bekommen, weil ihre Eltern aus krankheitsbedingten Sachen, weil sie auch ein bisschen älter waren, nicht geschafft haben, darüber zu fliegen. Mhm. Sag mal, Jürgen, als die Vermutung immer mehr verdichtete, sie war in dem World Trade Center, wie lange hofft man denn da noch? Ist sie vielleicht doch rausgekommen? Du Jürgen, ganz, ganz ehrlich, wenn man davor steht. Mhm. Ich habe ja mir oft sämtliche Dokumentationen, die es gab, im Fernsehen angeschaut. Mhm. Und habe mir Ground Zero angeguckt. Aber ich sag mal, es sind doch nur 15% kommen da von denen rüber, als wie wenn man wirklich davor steht. Mhm. So, jetzt war das gerade ein bisschen verwirrt, was aber auch verständlich ist, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat. Mhm. Ist es richtig, dass die Schwester von deiner Freundin, die hat es überlebt? Ja, sie ist rechtzeitig da rausgekommen. Also, obwohl sie sehr schwer verletzt war. Sie war 8,5 Monate im Krankenhaus. Kann sie denn, die Schwester, noch irgendetwas erzählen über den letzten Verbleib deiner Freundin? Die beiden haben sich nicht gesehen. Die haben sich nicht gesehen? Nein. Mhm. Diese Videobotschaft, wo befindet die sich jetzt zurzeit? Ja, das ist jetzt das Nächste. Jürgen, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mir das Ding angeguckt habe. Mhm. Ich habe mit, weiß ich nicht, zig Freunden, wirklich sehr guten Freunden, drüber geredet. Und jedes Mal, wenn ich dieses Video wieder bekommen habe, rissen da wieder so Wunden wieder auf. Ja, klar. Und ich habe es ja auch gemerkt, ich war ja auch beim ersten Jahrestag in New York gewesen. Mhm. Und ich bin bewusst nicht mehr zum zweiten hingegangen. Mhm. Und jedes Mal habe ich mir das angeguckt und irgendwie habe ich gedacht, ich muss das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, es hat mir danach wirklich wehgetan, aber ich habe es kaputt gemacht. Mhm. Weißt du, dass ich das verstehen kann? Und ich glaube, dass das sogar gut war. Ich habe, ob du es glaubst oder nicht, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Mhm.
Ich wüsste jetzt nicht mehr, wann ich in meinem Leben vorher geweint habe, aber in dem Moment, wo ich dieses Video kaputt gemacht habe, da ging's nicht mehr. Wie hast du es kaputt gemacht? Ja, ich hab einen Hammer genommen und draufgehauen und hab's anschließend weggeschmissen. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist wirklich jedes Mal ein ungeheuer neues Aufreißen der Wunden und der Trauer war, wenn du die Videokassette gesehen hast. Das ist ja wirklich, man kann sich das ja in einem Spielfilm gar nicht anders ausdenken, was da das Leben jetzt für Geschehnisse geschrieben hat. Ja, es war ja, wie gesagt, in dem Jahr, das war wirklich eines meiner schlimmsten Jahre, die es überhaupt gab. Wie lange warst du mit der Frau zusammen gewesen? Ja, wir waren insgesamt, ja gut, aufgrund der Entfernung haben wir uns 20, 30 Mal immer meistens immer an den Wochenenden gesehen, oder es gab mal verlängerte Wochenende. Man hat dann auch von Düsseldorf oder Frankfurt diese Last-Minute-Flüge genommen oder sie ist dann zu ihren Eltern hingeflogen und so konnte man das irgendwie so ein bisschen kompensieren. Also wie viele Jahre ging das? Zwei Jahre. Ungefähr. Nun sind einige Jahre vergangen. Ja. Wie ist der Stand der Trauer in dir, in deinem Herzen? Ich glaube, dass ich mittlerweile immer noch unfähig geworden bin, oder sagen wir mal so, beziehungsunfähig geworden. Das hängt aber auch daran, dass alles in einem Jahr bei mir so passiert ist. Ich war auch vorher noch verheiratet. Gut, man hatte sich auseinandergelebt. Jeder hat das gemacht, was er wollte. Jeder ist gekommen und gegangen, wann er wollte. Und jeder hat auch sich einen anderen Partner gesucht. Und irgendwann haben wir dann gesagt, es geht nicht mehr. Das war zwar auch schmerzlich. Das war jetzt die Vorgeschichte vor der Freundin. Die Vorgeschichte, genau. Ja. Das kam alles also in diesem Jahr 2001 dann auch drin vor. Und aber jetzt so im Nachhinein, sage ich ganz ehrlich, ich habe es jetzt wirklich mal versucht, wieder die eine oder andere Beziehung ist teilweise durch meine Schuld wirklich zerbrochen. Ja, vielleicht ist es auch immer noch zu frisch. Es ist fast 3 Jahre. Ja, es ist fast 3 Jahre, aber jeder Mensch trauert anders. Und der eine kann es vielleicht in einem Jahr einigermaßen verwinden. Ein anderer braucht 3, 4, vielleicht 5 Jahre, um so einen ungeheuerlichen Schmerz zu überwinden. Ja, das war ja nicht das Einzige dabei. Da ging dann auch der Verlust ist meine Arbeit wegen Krankheit. Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle. Drei meiner besten Freunde sind im Dezember, also 3 Monate später, auf einer Autobahn gestorben, beim Verkehrsunfall, wo ich mit dabei war. Das war alles so heftig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dann anschließend also auch mir 2 Mal wirklich versucht habe, das Leben zu nehmen. Dürfte ich dir oder kann ich dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt auch noch ein paar Worte redest? Möchtest du das? Ja, gerne. Können wir gerne machen. Ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Gerne, Jürgen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft, dass du es schaffst, weiter von dem Unglück dich zu entfernen. Und wenn du es auflegst, wird dich meine Psychologin, die Claudia, anrufen. Es war wirklich zu viele auch andere Sachen dabei. Da weiß man gar nicht mehr, wo man anfangen soll mit der ganzen Geschichte. Was soll man jetzt als erstes verarbeiten? Ja. Ich bin vom Arbeitsamt vom Arbeitsamt damals, weil ich arbeitslos jetzt bin aufgrund meiner Bandscheibenvorfälle, habe ich einen Reha-Status, kann also meinen alten Job nicht mehr ausführen, bin also arbeitslos, bin ich mal zum Ester Bildungswerk für Rehabilitanten hingekommen. Und die haben ja auch einen Psychologen dort gehabt. Mit dem habe ich dann mal 2, 3 Mal gesprochen und der sagte mir, wo nehmen Sie jetzt ganz allein hier nur die Kraft her? Er hat das also x-mal versucht, auch ein paar Mal. Oder er hat mir gesagt, wenn Sie kommen wollen, dann kommen Sie ruhig. Aber ich habe das dann erst gelassen. Also ich habe das hauptsächlich durch meine Freunde jetzt erst alle geschafft. Also wie es vielleicht weitergeht, kannst du vielleicht jetzt auch im Detail dann nochmal mit meiner Psychologin besprechen. Okay. Du legst auf und du wirst wieder von uns angerufen. Alles Gute, Jürgen. Jürgen, wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Rolf. Rolf ist 52. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Jürgen. Hallo, Rolf. Thema Briefe, auch bei dir. Ja, wenn ich das also jetzt gerade so gehört habe mit dem Jürgen, da klingt meins also wie ehrlich wie ein Witz. Und zwar, ich habe Briefe erhalten, beziehungsweise von meiner noch Ehefrau vor die Füße geschmissen gekriegt im August 2003. Es war ein Stapel Liebesbriefe von ihrem Liebhaber, den sie im Internet kennengelernt hat. Den hat sie dir vor die Füße geworfen? Ja, die hat sie mir vor die Füße geworfen. Sie hat den Mann im August 2002 kennengelernt, ist dann hat ihn das erste Mal getroffen am 14. Februar vorigen Jahres, Valentinstag, wie sie nicht.
dann hat sie mich nachdem so ein bisschen behandelt wie ein Fußabtreter. Ich habe ja so ein paar Mal gesagt, irgendwas ist da. Nein, das hat sie gesagt, ich bilde mir das alles nur ein. Ja, also alles geheim lief das Ganze. Ja, richtig, genau. Ja. Und dann im August vorigen Jahres ist das Ganze dann an die Öffentlichkeit, sagen wir mal so, beziehungsweise ans Tageslicht gekommen, weil der Mann also wirklich dann ganz offen angerufen hat bei uns zu Hause und hat dann mit ihr praktisch gesehen, geflirtet, Techtelmechtel und so weiter. Daraufhin habe ich dann erstmal sie zur Rede gestellt, was das sollte. Und dann ein, zwei Tage später schmiss sie mir dann einen ganzen Stapel Liebesbriefe von dem Mann vor die Füße. Ach. Mit den Worten, da kannst du mal sehen, was das für ein romantischer Typ ist. Ah, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Wie viele Briefe waren das? Bitte? Wie viele Briefe waren das? Es waren ungefähr gut 12, glaube ich. 11 oder 12. Die eigene Frau schmeißt die Liebesbriefe von ihrem Lover dir vor die Füße. Jawohl, so ist es. Hast du da reingeguckt in die Briefe? Zuerst habe ich nicht reingeguckt. Ich habe ja die Briefe zweimal ungelesen zurückgegeben. Habe gesagt, also das ist privat, das möchte ich nicht sehen. Ja. Und sie hat aber immer wieder darauf gedrängt, hier, liest du das durch, liest du das durch, ja, bis ich mir dann diese Dinger wirklich durchgelesen habe. Alle? Ja, alle. Alle? Und alle. Und was war so der, ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich, was kann man da zusammenfassend zu sagen zu diesen Briefen? Ja, es waren also Liebesbriefe, ich liebe dich, kann ohne dich nicht mehr leben. Und seitdem wir das erste Mal zusammen geschlafen haben, träume ich von deiner Geilheit, von deinen geilen Brüsten und all so ein Pipapo. Er hat ihr dann zwar auch vorher noch geschrieben, bevor wir das erste Mal zusammen schlafen, muss ich dir dann ein Geständnis machen. Ich habe einen Geburtsfehler, ich habe eine verwachsene Vorhaut und nur einen Hoden und all so ein Pipapo, hat er da geschrieben. Und aber wie schon gesagt, die beiden waren also dann regelmäßig dann zusammen. Ja. Da ich meine Frau sehr liebe und damals auch noch mehr geliebt habe wie jetzt, verständlicherweise, habe ich ihr also gesagt, pass mal auf, wir machen Schwamm drüber, dass du mit dem in der Kiste lagst, ist okay, das ist vergessen. Das aber auch schon warst du. Sie hat mich, also seitdem sie das erste Mal mit dem zusammen geschlafen hat, mit dem Typen, hat sie mich natürlich behandelt wie ein Fußabtreter. Mhm. So, jetzt will ich wissen, du hast das gelesen, du hast diese Hammerbriefe gelesen. Ja. Das ist ja schon eine Bosheit ersten Ranges von deiner Frau, richtig, dir diese Briefe vor die Füße zu werfen. Letztendlich bedeutet das ja gar nichts anderes, als dass sie fast erzwingen wollte, dass du sagst und tschüss, ne? Du hast nicht und tschüss gesagt. Nein. Du bist heute mit ihr noch zusammen? Nein, ich bin nicht mehr mit ihr zusammen. Wie lange warst du danach mit ihr noch zusammen? Sie ist am 30. November ist sie ausgezogen. Und im August hat sie dir die Briefe vor die Füße geworfen. Richtig. Und diese Monate vom August bis November haben wir, sagen wir mal, ein sehr abgekühltes Verhältnis gehabt. Lass mich doch mal fragen, also, was hat dich denn da für einen Teufel geritten, dass du, nachdem das vorgefallen war mit den Briefen, dass du da immer noch bei der Frau bleiben wolltest und Schwamm drüber und so? Weil ich meine Frau sehr liebe. Aber irgendwann muss man doch auch die Realitäten sehen. Ja, gut. Ne, zur richtigen Liebe gehören ja nur zwei Personen. Richtig. Du hast dich ja zum Hampelmann da gemacht, zum Hansel. So sehe ich das mittlerweile auch. Wie lange wart ihr vorher zusammen? Ich hätte heute Silberhochzeit. Oh je. Heute Silberhochzeit. 25 Jahre. Sollte eigentlich der schönste Tag meines Lebens werden. Jetzt sitze ich also praktisch gesehen hier ohne Partnerin. Ist das heute nach wie vor ein schmerzlicher Tag oder hast du schon so ein bisschen Distanz dazu gewonnen? Ein bisschen Distanz habe ich mittlerweile gewonnen, zumal sie mich auch, sagen wir mal, seitdem sie ausgezogen ist, sie ist zu ihrer Schwester eine Zeit lang gezogen, hat jetzt seit dem 1.3. eine eigene Wohnung und hat mich dann also eine Zeit lang richtig mit E-Mails oder auch teilweise mit Anrufen regelrecht tyrannisiert. Und das hat dich immer nicht noch weiter doch von ihr weggebracht? Nein. Das ist ja verrückt. Eigentlich kann man ja dankbar sein, dass sie sich so mies verhält. Weil dieses könnte dir eine Hilfe sein, sie in einem anderen, sprich jetzt in dem richtigen realistischen Licht zu sehen. Das sagen viele, aber... Ja, aber du steigerst dich in irgendeine Romantik oder in eine Sentimentalität oder in eine schöne Vergangenheit hinein. Ja, so ist es. Du siehst gar nicht mehr die Frau, die sie heute wirklich ist, sondern du baust dir ein Bild von der Frau. Ja, klar. Im Gegenteil, sie hat mir sogar noch die Schuld gegeben an der ganzen Sache, weil ich ihr damals mal das Internet eingerichtet habe. Deswegen war ich schuld, dass sie den Mann kennengelernt hat. Wie absurd, wie lächerlich. Ja. Aber da muss sich in eurer Ehe doch schon eine ganze Menge langsam und peu à peu zusammengebraut haben, dass sie so weggedriftet ist von dir. Das hast du nicht gemerkt, oder? Nein, das habe ich nicht gemerkt. Mhm. Ja, das ist immer schlimm. Das ist schlimm, wenn man es als Partner nicht merkt. Ja. Dass man sich hinterher vor Augen halten muss, Was bin ich bescheuert? Habe ich einfach nur ein Brett vom Kopf gehabt?
Sie hat auch der Frau von diesem Mann, der ist auch verheiratet, wohnt in Freiburg, hat dann dieser Frau auch Briefe geschickt, und zwar richtig hässliche Briefe. Sie sind so dick und so fett und dass ihr Mann sie gar nicht mehr ansehen mag und so weiter und so fort. Und dann hat er, dann hat sie dann noch dann Bilder dazugelegt, wo sie mit diesem Mann an einer Hotelbar sitzt, von dem Hotel, wo die beiden immer abgestiegen sind. Und dann sogar noch ein Bild, wo er dann nackt im Bett liegt. Und das hat sie dann dieser Frau noch geschickt. Und so eine Frau liebst du immer noch irgendwie? Leider. Leider, ja. Dann finde ich aber, das ist höchste Eisenbahn. Du bist ein Karl von 52, dass du da massiv gegen vorgehst in dir und dagegen wirkst. Ich habe fast den Eindruck, dass du dich da auch in dieser Illusion, dass du dich da so reinfallen gelassen hast und immer noch dich fallen lässt. Das kann sein. Und einfach nicht diese ganzen negativen Dinge siehst und die negativen Dinge dagegen hältst. Das, was du mir in den paar Minuten des Gesprächs ja schon von deiner Frau oder Ex-Frau erzählt hast, finde ich so mies, dass es dir wirklich eine Hilfe sein sollte, von der Frau ein bisschen zumindest ein wenig Abstand zu gewinnen. Mhm. Ist ja. Sie denn mit dem Typ heute noch zusammen? Ich weiß es nicht. Ich habe mit ihr jetzt keinen Kontakt mehr. Ich habe also den Kontakt wirklich jetzt seit 3 Wochen komplett abgebrochen, habe auch nicht mehr auf ihre Mails geantwortet. Und obwohl es mir sehr schwer fällt. Und es ist sogar so schlimm geworden mit mir, dass ich also vorgestern beim Psychologen mal war, weil ich wirklich mit jemandem darüber reden wollte. Ja, ist okay. Wenn das die Hilfe ist, ist es ja auch okay. Ja, der hatte natürlich auch keine Zeit für mich, weil ich kurzfristig gekommen bin. Und jetzt stehe ich natürlich hier und hänge jetzt an dem Tag, der eigentlich der schönste sein sollte in meinem Leben, hänge ich natürlich jetzt hier praktisch gesehen ohne meine Partner. Ist das heute der Tag oder der vergangene Tag gewesen? Nein, es ist heute Samstag. Ja. Also der 20. Ja. Sie hat auch gleichzeitig noch Geburtstag an dem heutigen Tag. Wir haben also auf ihrem Geburtstag geheiratet. Ich hoffe, du hast dir irgendwas vorgenommen, dass du dich mit Aktionen zuknallst. Ja, ja. Ne, damit ja. du nicht zu Hause sitzt und grübelst. Und, ich habe also gesagt, wenn es ganz schlimm kommt, dann sagen wir mal, dann besaufe ich mich. Nee, das ist auch keine Lösung. Mach mit Freunden irgendwas. Geh raus. Irgendwie versuch dich abzulenken, aber sauf dich nicht. Das ist es nicht mehr wert. Ja. Die Sache ist die ist kaputt, ein für alle Mal. Und wenn ich die sich jetzt mittlerweile auch ein. Ja. Und wenn du wirklich, finde ich ja einen völlig akzeptablen Schritt, wenn du sagst, ich schaffe das nicht alleine, dann hol dir ab und zu Hilfe, dann fädel das richtig ein bei einem Psychologen. Ja, aber geschieden seid ihr noch nicht, ne? Nein. Sie ist am 3. Dezember, ist sie zum Anwalt gegangen und hat die Trennung eingereicht. War natürlich auch so eine Sache, weil direkt am 4. Dezember haben wir immer unseren Jahrestag gefeiert. Wir hatten uns am 4. Dezember 1972 kennengelernt. War natürlich wieder genau toll passend, weil es nämlich einen Tag vor dem. Es soll dir doch helfen. Guck mal, weil die hat überhaupt kein Gefühl mehr für dich. Da ist keine Regung mehr. Du bist dieser Frau scheißegal. Ich weiß es. So, das muss man. Ich liebe sie immer noch. Ja, nee, das musst du aber gegen dieses Gefühl, ich liebe sie immer noch, musst du dagegen haben. Was liebst du denn an dieser Frau noch? Ich weiß es. Ja, sag mir mal bitte eine Eigenschaft, die diese Frau hat, jetzt hat, aktuell hat, die du noch liebst. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Das ist nur Vergangenheit, in der du da gräbst. 32 Jahre. Ja, ich verstehe es ja auch. Ich will es auch nicht runterspielen, Rolf. Wirklich nicht. Ich sage es jetzt auch nur so massiv, um dir vielleicht auch nur ein bisschen das klarer zu machen. Das ist mir völlig klar. Wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, ist das die Hölle. Aber versuch wirklich, dir immer wieder dieses Negative, immer und immer wieder penetrant dir dagegen zu halten, wenn du wieder am Träumen bist oder wenn du traurig bist oder wenn du dir die Wunden leckst oder weiß ich was. Ja. Und hol dir von außen ein bisschen Hilfe oder Rat, wenn es nicht anders funktioniert. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Okay, ich bedanke mich. Ja, tschüss. Thema Briefe, dazu auch der nächste, 17 Jahre alt, Michael. Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Ja. Ja, also bei mir geht es um Folgendes. Vor circa 3 Wochen habe ich angefangen, Drohbriefe zu schreiben. Drohbriefe? Ja. Du schreibst Drohbriefe? Ja. An wen? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin in der 11. Klasse jetzt. Und eine Klasse über mir, in der 12. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen nennen darf. Nee, keine Namen. Sag einfach so den Sachverhalt. Okay, also da ist jetzt ein Junge, das geht jetzt schon über Jahre lang, der hat mich und meinen Kollegen psychisch total fertig gemacht. Ja. Ich muss dazu sagen, von Anfang an bin ich schon Außenseiter, seit ich auf der Schule bin, quasi von der 1. Klasse. Warum? Warum Außenseiter? Das hat sich so entwickelt. Ich bin da so reingewachsen. Das ist ganz schwer zu erklären. Ja, manchmal kann man das ja sagen, dass man irgendwie ein bisschen anders aussieht oder im Sport schlecht ist oder
irgendeine Macke hat, die anderen Leute als Macke sehen? Also du weißt es nicht, du kannst es gar nicht so sagen, was bei dir der Grund ist. Ja, also es hat mit Sicherheit auch unter anderem etwas mit dem zu tun, wie ich mich anziehe. Also ich bin nicht gerade der Typ, der sich irgendwie, wer weiß wie, modern kleidet oder so. Ja, gut, das kann schon Grund sein, verstehe ich. So. Ja. Außenseiter schon seit langer Zeit. Mhm. Und dieser Typ, der eine Stufe über dir ist, hat dir und deinem Freund in der letzten Zeit das Leben sehr schwer gemacht. Ja. Wie hat er das gemacht? Ja, das hat angefangen, also so richtig massiv in der 9. Klasse. Und das waren dann eigentlich, ja, oftmals auch penible Beleidigungen, also kleinere Sachen. Mhm. Aber es ging dann eben über einen so großen Zeitraum hinaus, dass einen das total fertig gemacht hat. Und das Problem war ja auch, oder ist auch immer noch, er hat eben ziemlich viele Leute auf seiner Seite. Er ist sozusagen der Kopf einer Bande. Mhm. Aber wir machen das mal klar, er tut euch oder dir und deinem Freund, keine körperliche Gewalt an? Also er hat bis jetzt immer nur damit gedroht. Ja. Richtig getan hat er noch nichts. Aber er macht sich lustig über euch, mhm. er beleidigt dich. Mhm. Sag mir mal ein Beispiel, wie beleidigt er dich? Ja, Psycho zum Beispiel. Sagt er zu dir? Ja. Vor allen anderen? Ja, und die machen da auch mit. Mhm. Sag noch ein Beispiel. Was die sagen? Nee, ja, was die sagen oder was er sagt. Lass uns über den Typ reden. Ja, viele Sachen. Also auch so mündliche Drohungen eben, wie zum Beispiel, ich vergewaltige deine Freundin oder so. Hast du eine Freundin im Moment? Nein, ich habe keine Freundin, schon ziemlich lange nicht mehr. Mhm. Und wieso sagt er dann, ich vergewaltige deine Freundin, wenn du keine Freundin hast? Ja, keine Ahnung. Aber er sagt ja einfach so, und das hat natürlich bei dir auch gleich eine Angst, löst Angst natürlich aus. Ja, es hat also ziemlich große Angst ausgelöst und insgesamt auch eine verdammt große Wut. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich eben vor 3 Wochen angefangen, vor circa 3 Wochen, Drohbriefe zu schreiben. Ja, was schreibst du in die Drohbriefe rein? Also ich habe ein Datum genannt, der 12.02.2004, 21 Uhr, dass ich dann kommen werde und alle töten werde und einen Krieg führen werde. Mhm. Und diesen Brief schreibst du, hast du an ihn persönlich nach Hause geschickt? Nein, das ist es ja. Ich habe diese Briefe, es sind insgesamt 5, an seine Freundin geschickt, die eben in der 9. Klasse ist. Ja, an ihre Privatanschrift, die kennst du? Ja, weil meine Schwester in derselben Klasse ist und die Klassenliste haben wir hier zu Hause. Machst du das allein oder zusammen mit deinem Freund? Also mein Freund, der hat Droh-E-Mails geschrieben. Ja. Und ich habe eben nur die Briefe geschrieben hier von zu Hause aus. Ja. Das ist ja schon starker Tobak, ne? Ja, ziemlich stark, weil diese Briefe, die sind auch verdammt brutal und... Ja, ich meine, das war ja schon gerade brutal, wenn du sagst, ihr werdet getötet und so weiter. Das ist ja schon sehr hart. Da sind auch sehr perverse Einzelheiten drin, um ihn zu schocken eben. Mhm. 5 Briefe sind rausgegangen. Mhm. Gab es auf diese Briefe irgendeine Resonanz? Also eine Antwort? Ja, ist irgendwas aus diesen 5 Briefen geworden? Haben die sich vielleicht an die Polizei gewandt? Oder ja. Haben sie? Ja, die haben sich an die Polizei gewandt. Haben sie? Und? Ja, und im Endeffekt ist das dann so herausgekommen, also... Ach, es ist herausgekommen schon? Du bist aufgeflogen mit deinem Drogen. Ach so, genau. Ich dachte jetzt, du wärst immer noch dabei, die Briefe zu schreiben. Nein, ich schreibe keine mehr. Ja. Seitdem ich gemerkt habe, dass dann eben, dass die das wirklich ernst nehmen und die Polizei eingeschaltet haben. Und dann haben die rausgekriegt, dass du der Briefschreiber bist? Ja. Wie haben die das rausbekommen? Hast du deine Handschrift, mit Handschrift das geschrieben oder wie? Ich habe einen mit Handschrift geschrieben, aber die Handschrift habe ich verstellt, also eckig geschrieben, und die anderen mit Schreibmaschine. Und wie sind sie dir denn auf die Schliche gekommen? Durch die E-Mails. Weil dein Absender drauf stand oder was? Ja, ich habe einen anderen Absender angegeben, aber ich habe, weil mir kein anderer Name einfiel, also so ein Nachname, habe ich einen Nachname aus unserer Familie genommen, also aus unserer Verwandtschaft. Ja, und dann war die Polizei, hat das dann irgendwie rekonstruiert und dann hatten sie dich. Ja. Ja. Und nu? Ja, da waren ganz viele Gespräche im Schulbüro eben. Mhm. Ja, und dann ging das an die Staatsanwaltschaft weiter. Da musste ich zur Polizei ein Geständnis ablegen. Mhm.
Und jetzt habe ich eben 20 Sozialstunden aufgebrummt gekriegt im Tierheim. Ja. Und bist du in der Schule noch? Nein, ich bin jetzt seit letzte Woche Dienstag, Dienstag war das Gespräch. Mhm. Da wurde ich aus der Schule verwiesen. Für immer? Ja, also es wurde gesagt, ich muss mich in psychologische Betreuung begeben, weil die Briefe, die sind echt pervers und ziemlich hart. Also das heißt, du bist von der Schule suspendiert worden? Mhm. Musst du jetzt eine andere Schule suchen? Ja, also ich habe mich schon umgeguckt. Aber es wurde auch gesagt, wenn ich wieder geheilt bin nach einer Psychotherapie. Das heißt, das muss jetzt eingeleitet werden, dass du eine Psychotherapie machst? Mhm. Sag mal, du hast gerade am Anfang gesagt, du hast vor 3 Wochen erst angefangen mit den Briefen, ne? Mhm. Dann ging das aber alles ja sehr schnell, ne? Hat sich das aber entwickelt. Ja. Ja. Wie stehst du denn jetzt zu dieser Tat, die du da zu verantworten hast? Ja, also ich würde sagen, also die Wut gegen diesen Jungen, die ist natürlich jetzt sehr groß, weil das aufgeflogen ist. Mhm. Und weil der Schuss nach hinten losging. Ich wollte ein Problem lösen mit diesen Briefen und ich habe... Weißt du, Michael, was das Schlimme daran ist? Ich kann verstehen auf der einen Seite, dass einen das fertig macht, wenn man jahrelang so erniedrigt wird oder auch bedroht wird und psychisch fertig gemacht wird. Mhm. Da kann man vielleicht auch verstehen, dass man auf dumme Gedanken kommt. Das nicht zu rechtfertigen. Ich will das nicht rechtfertigen. Aber du hast dich jetzt auf die gleiche Ebene begeben, auf der er ist. Du hast genau das Gleiche getan, was er tut. Und du hast es am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, so behandelt zu werden. Ja. Du hast versucht, ein Problem zu lösen mit den Mitteln, die dir so zusetzen. Und das musste ja nach hinten losgehen. Ja, klar. Weil das ist keine Problemlösung. Im Gegenteil, du hast jetzt noch mehr zu leiden als vorher. Mhm. Du hast deine Sozialstunden und das ist gar nicht schlecht, das mal zu machen. Du bist von der Schule runter, du musst eine Psychotherapie machen, du hast Ärger wahrscheinlich zu Hause mit deinen Eltern. Hast du Ärger? Ja, also meine Mutter, die ist auch total fertig, die weint nur noch. Ja, klar. Und das macht mich ja auch gerade wütend, dass ich jetzt meine eigene Mutter verletzt habe. So, denke ich ja immer, man kann Scheiße bauen. Man kann Fehler machen. Mhm. Das ist das eine. Das passiert uns allen. Aber das Wichtige ist, dass man, wenn es denn passiert ist, dass man daraus auch was lernt. Und dass man nicht wieder in die gleiche Falle irgendwann reintappt. Sondern dass man aus jedem speziellen Fall lernt, dass es dann eben so nicht geht. Dass man sich beim nächsten Mal besser und anders verhält. Und dass man jetzt das Beste draus macht, was noch möglich ist zu machen. Auch deiner Mutter gegenüber, dass du eben diese Sozialstunden optimal ableistest, dass du wirklich dich jetzt auch darum kümmerst, dass du in eine Psychotherapie kommst. Dass du jetzt viele Dinge auch für deine Mutter machst, um ihr das auch etwas erträglicher zu gestalten alles. Mhm. Und vielleicht ist es ja eine ganz gute Lösung, wenn du von der Schule jetzt sogar weg bist. Das heißt, du bist denen jetzt erstmal los. Ja, das stimmt. Aber du musst auch jetzt von dem loslassen. Du hast gerade gesagt, ich habe so eine Wut auf den, weil es aufgeflogen ist. Nee, da musst du keine Wut haben auf den, weil es aufgeflogen ist. Deshalb nicht. Wenn du noch weiter länger Wut hast, stachelst du dich wieder von Neuem auf und kommst nicht davon los. Lass es jetzt sein. Mach einen Strich drunter. Es ist scheiße alles gelaufen. Der hat dich miese behandelt. Du hast auch einen Fehler gemacht. So, jetzt ist das alles so verwurstelt, da kommt man nicht weiter. Strich drunter. Fang irgendwo anders neu an. Und die Voraussetzungen sind ja jetzt gegeben. Mhm. Hast du denn, ist das schon am Laufen da mit deiner Therapie oder brauchst du da vielleicht von uns noch ein paar Tipps? Ja, das läuft jetzt schon. Das läuft schon. Also ich war heute schon, ich hatte heute meine ersten 2 Termine schon. Mhm. Und erster Eindruck? Ja, also es wurde eigentlich... Ja, es wurde erstmal mit mir gesprochen, also über die ganzen Sachen. Dann musste ich die Briefe vorzeigen, ich habe Kopien davon. Mhm. Ja, die haben die sich dann durchgelesen. Ja. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du dir immer mal vor Augen hältst, was so ein Brief mit dir angestellt hätte, wenn du den bekommen hättest. Mhm. Welche Angst du ausgestanden hättest. Mhm. Ja? Da kann man dann vielleicht auch kapieren, dass man das nie machen soll und nie machen darf. Wenn dann ein anderer genauso in so eine Lage kommt. Mhm. So, jetzt wünsche ich dir alles Gute für diese Therapien. Ja. Für die Therapie. Mhm. Und versuche wegzukommen in Gedanken auch von diesem Jungen. Ja. Das bringt dir nichts, das bringt gar nichts mehr.
Problem ist ja nur, wenn ich jetzt wieder auf die Schule kommen würde, die Aussicht wurde mir ja gegeben, wenn ich eine erfolgreiche Psychotherapie abgelegt habe und ja, wie soll ich da wieder anfangen? Ich glaube, es wäre... mittlerweile weiß die ganze Schule schon davon. Michael, deswegen glaube ich, finde ich eigentlich, dass es eine gute Sache wäre, wenn du auf eine andere Schule gehen würdest. Besprich das auch mal mit deinem Psychologen, was der meint und wie ihr euch dann entsprechend verhalten werdet. Ja? Alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Michael. Okay, tschüss. Jacqueline, 38, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, also, Jacqueline. Zum Thema Briefe bei dir auch. Ja, also ich habe einen Brief bekommen aufgrund einer Eigeninitiative. 1991 habe ich meine Mutter das letzte Mal gesehen. Die war Alkoholikerin. Über viele Jahre. Ich habe sie bei mir aufgenommen in der Wohnung, kam nach Hause. Sie hat die ganzen Möbel verkauft. Meine Wohnung war also komplett leer. Habe von verschiedenen Firmen, wo sie Schulden hatte, immer ständig Briefe bekommen und so weiter. Ich möge doch die Schulden bezahlen. Und habe dann den Kontakt völlig zu ihr abgebrochen. Und habe dann so... Ein Kollege erzählte mir so 1995, du, meine Freundin arbeitet bei der Polizei, die kann ja mal gucken, ob deine Mutti noch irgendwo in Berlin gemeldet ist oder so, dass du mal Kontakt aufnehmen kannst. Ja. So. Dann rief die mich an, die Freundin, und sagte, du, stell dir vor, halt dich fest, deine Mutter ist seit 3 Jahren verstorben. Ich sag, bitte? Ja, sagte, die sagen hier, ja, Standesamt, wende dich mal Bezirksamt Wedding, so. Ich hingeschrieben und dachte erstmal, das kann ja nicht sein. Also die hätten mich ja benachrichtigen müssen und habe erstmal eine Sterbeurkunde gebeten. Ja. Dann kam erstmal ein Brief, ja, zahlen Sie erstmal folgende Gebühren auf die und die Kontonummer und dann kriegen Sie die so. Sterbeurkunde habe ich dann auch bekommen ein paar Wochen später. Ja, also wie Ihre Mutter verstorben ist und so, können wir Ihnen nicht sagen. Wenden Sie sich doch bitte ans Bestattungsinstitut sowieso, sowieso, sowieso. Jacqueline, ich raff jetzt mal ein bisschen zusammen. Ich gucke auf die Uhr, wir haben nicht mehr so ganz lange Zeit. Ja, ich weiß. Zu den Briefen. Bitte? Zu dem Brief, zu Briefen. Ja, zu dem Brief, genau. Und also den Brief, den ich dann von diesem Bestatter bekommen habe, das war eigentlich das, was mich völlig erschüttert hat. Da war meine Geburtsurkunde bei, da war eine Sterbeurkunde bei mit dem Zeugen, der also mit der Angabe der Zeugen, die meine Mutter gefunden hat. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum man mich nicht benachrichtigt hat. Ja. Verstehst du? Ja, weil, klar. Ich konnte nicht Abschied nehmen von meiner Mutter. Ich weiß, man hat mir immer gesagt, also verschiedene Therapeuten, du musst sie erst in der Gosse landen lassen, damit sie aufgerabbelt wird. Und ich habe mir dann immer Vorwürfe gemacht, hättest du sie vielleicht doch bei dir behalten müssen. Ja. Aber an was ist sie denn gestorben? Das weiß ich eben nicht. Das, ich denke mal, das wird totgesoffen. Also denke ich mal. Ne, weil sie vorher schon Jahre immer im Krankenhaus war und die haben gesagt, also wenn sie weiter trinken, gehen sie bald hops. Ja. Das hat sie dann 4 Wochen hat sie durchgehalten, dann ging es wieder los mit der Sauferei. Also hättest du da deine Kollegin da nicht suchen lassen, hättest du gar nichts erfahren? Nö. Ja. Und dann kam dieser Brief, in dem das alles so, wie du es gerade beschrieben hast. Genau, und zumal mit meiner Geburtsurkunde. Also und da denke ich mir, wieso, also dass die mich nicht benachrichtigt haben. Ja, das finde ich auch unnachvollziehbar eigentlich. Ja. Und das war halt ein Brief, der also mich wirklich an allem hat zweifeln lassen, gerade in der deutschen Bürokratie. Das glaube ich. Wo sie dann sagen, also wir holen uns hier von jedem Verwandten so, die Kosten wird Begräbnis oder so, weißt du? Der Brief ist wann angekommen? 91, sagst du? 96. Und meine Mutter verstarb aber 93 schon. 91 hatte ich das letzte Mal mit ihr Kontakt. Jacqueline, jetzt ist die Sendung vorbei. Ich weiß. Aber du hast mir das noch erzählen können und ich finde das auch sehr bedauerlich, aber da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und sagen, wie traurig das gelaufen ist. Ne? Ja. Man kann gar nichts mehr machen. Nee, man kann nichts mehr machen. Nee. Schöne Grüße nach Berlin, du rufst aus Berlin an. Genau, man hört's. Und Wedding, ist ja klar. Alles Gute. Nee, im Wedding wohne ich nicht. Also nee, aber du hast gerade von Wedding erzählt, ja. Ja, nee, alles klar. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unser Thema Briefe. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Leuten im Hintergrund von dieser Woche. Herzlichen Dank an Uli Kapp, an Wolfram Zwickowski, Roland Lohr, Malte Imels, an Tim Stienauer, Nikolaus Schelzig, Heinrich Stanzig, Johannes Brachthäuser. So, auf 1 Live
In Zusammenarbeit mit WDR 5 geht es jetzt weiter hier im Radio mit 100 Bücher Literatur, dem Literaturmarathon anlässlich der Lit Cologne. Das ist eine Live-Sendung die ganze Nacht über und ich werde da auch gleich mitmachen, so gegen 2:30, 3:15 und werde aus Paul Auster lesen, Buch der Illusionen. Also entweder bis gleich oder bis nächste Woche, Montagnacht von Montag auf Dienstag. Schönes Wochenende, macht's gut, tschüss.